Guten Tag, heute werden wir Ihnen unser Maturaprojekt vorstellen. Das Maturaprojekt heißt SD Market und ist so viel wie ein Büchermarkt. Auf die Idee sind wir gekommen, da 2020 die Corona-Pandemie war und deshalb in unserer Schule kein Büchermarkt abgehalten wurde, da ein striktes Kontaktverbot galt. Die Schüler unserer Schule haben dann versucht, die Bücher auf Social-Media-Plattformen zu verkaufen. Aber andere sind auch auf ihren Büchern sitzen geblieben oder mussten sie neu kaufen, da sie keine alt gebrauchten Bücher fanden. Die Vorstellung von unserem Projekt, also es ist ein Schülermarkt speziell für die Schule TV Bozen. Die Schüler können hier eine Vielzahl von Produkten anbieten, wie zum Beispiel Schutzkleidung, was die Schüler in der Werkstatt gebrauchen könnten, oder Zeichenutensilien, die das Biennium in DZ gebrauchen kann. Und somit ist eine strikte Sammlung von vielen Schulmaterialien auf unserer Plattform möglich. Ja, kommen wir zur konkreten Umsetzung. Wir haben uns gedacht, der einfachste Weg wäre, dieses Projekt als eine Webseite umzusetzen, sodass alle Schüler die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen, egal ob sie über ein Handy oder über einen PC oder über was auch immer an Technologie sie besitzen. Man sieht hier auch schon gleich die Startseite. Man kann hier unter anderem nach Objekten suchen, wenn man jetzt zum Beispiel das Geschichtebuch Zeitbilder suchen würde, kann man einfach nach Zeit googeln und es kommt jetzt direkt das Buch heraus. Man kann allerdings auch den Suchfilter nutzen und zum Beispiel nach Kategorie Bücher oder auch nach Zustand filtern. Und ja, so haben wir versucht, die Suche nach einem gewissen Artikel so einfach wie möglich zu gestalten. Wenn man dann angemeldet ist, wie ich gerade bin, das kann ich auch kurz demonstrieren. Also man kann sich einfach hier registrieren oder anmelden. Dann bekommt man die Möglichkeit auch für weitere Aktivitäten oder man kann zum Beispiel ein eigenes Angebot erstellen, indem man einfach Titel, Preis, eine kurze Beschreibung, die Kategorie, also circa um welches Art von Artikel es sich handelt und den Zustand und eventuell auch ein Foto des Objektes angibt. Dann kann man auch seine erstellten Artikel managen. Man sieht hier einen Überblick über seine ganzen Artikel, kann diese dann ebenfalls wieder suchen, sortieren, wie wir es von der Liste kennen. Und man kann diese auch eventuell offline nehmen, falls man das Buch verkauft hat und aber den Beitrag noch nicht löschen möchte. Ja, mit diesem Projekt haben wir versucht, das Bücherkaufen den Schülern so einfach wie möglich zu machen, auch um die Nachhaltigkeit zu fördern. Da es dies verhindern soll, dass ausgeschulte Schüler, wie wir es jetzt sein werden, ihre Bücher nicht einfach wegwerfen oder zu Hause verstauen lassen, sondern sie den Nachkommenden weitergeben und so diesen auch ein bisschen Geld hoffentlich sparen können. Derzeit haben wir nur einen Prototyp auf dem Schulserver gehostet. Hier werden noch einige Änderungen kommen, aber wir hoffen, dass die Webseite bis zum Herbst, bis das neue Schuljahr beginnt, einsatzbereit und auch von unseren Schülern genutzt werden wird. Das war ein kurzer Überblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen.